Ja, moin zusammen. Mein Name ist Holger Laudelei und heute mal wieder allein auf dem Kanal von Dennis Wittus, weil heute geht es in dem Video um Balkonkraftwerke. Ja, und Leute, wenn euch das interessiert, über Balkonkraftwerke mal ein bisschen Neuerungen zu hören und vor allen Dingen die Leute kennenzulernen, die hinter dem Webshop von den Balkonkraftwerken sitzen, Lisa und Lukas, wenn ihr die mal kennenlernen wollt, dann bleibt einfach dran. Tja, Leute, ich will dieses Video auch mal dazu nutzen, um mich zu bedanken, weil wenn ihr nicht so fleißig Balkonkraftwerke alle gekauft hättet im letzten und vorletzten Jahr, ja, dann wären diese Neuerungen gar nicht möglich gewesen. Ja? Und ihr seht hinter uns, seht ihr unsere vier neuen Module. Ja? Und ich will im ersten Teil des Videos wirklich mal darauf eingehen, was wir neu haben. Und da fangen wir mal gleich mit einer ganz wichtigen Neuerung an. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben so viele Module verkauft haben, sind wir heute in der Lage, mit Aleo zusammen quasi unser eigenes Balkonkraftwerk herzustellen. Und zwar auf einer eigenen Produktionslinie von Aleo. Das ist eins der ganz wichtigen Neuerungen. Und auf den Modulen wird auch später draufstehen, balkonkraftwerk.de, das Original von Mr. Energiewende, powered by Aleo. So, und was wir noch da zusätzlich jetzt machen können bei Aleo, das ist der Riesenvorteil, den wir dadurch haben. Wir werden die Module von der Zelle her so gut sortieren, dass wir hier noch bessere Leistung rauskriegen. Auf dem Typenschild, da wird stehen 300 Watt. Werdet ihr euch fragen, 300 Watt, das ist ja jetzt nicht der Brüller. Ja, aber ihr kennt ja die VDE-Regeln, zwei Module à 300 Watt, deswegen schreiben wir 300 Watt drauf, plus minus 10%. Und darüber hinaus. Ich kann euch schon verraten, dass das neue X83-Modul wird von der Leistung her weit drüber gehen. Das wird garantiert kommen. Das Problem ist natürlich, dass wir das auch so machen müssen. Und jetzt kann ich euch auch noch Folgendes sagen. Wir werden bei den Modulgarantien bei 30 Jahren bleiben. Zumindest bei den Aleo-Modulen. Und bei den Wechselrichtern, ihr werdet es kaum glauben, werden wir auf 20 Jahre Garantie gehen. Ja, wir können das machen, weil wir wissen mittlerweile, pro 1000 Wechselrichter haben wir ungefähr zwischen 10 und 15 Wechselrichter, die defekt zurückkommen, die wir auch problemlos austauschen. Und wir verwenden vier Wechselrichtertypen, die zwei von AE, die beiden großen, 350 und 250. Dann von AE den kleinen 315er und wenn AE mal wieder nicht liefern kann, was leider immer der Fall ist, dann nehmen wir den Envatech. Ja, der Envatech hatte sowieso schon 15 Jahre, auch da werden wir um 5 Jahre verlängern. Der Envatech ist aus unserer Sicht eine gute Alternative zu AE, weil er thermisch und auch elektronisch eigentlich sehr, sehr gut verarbeitet ist, obwohl er leider aus China kommt, aber trotzdem werden wir den Wechselrichter weiter favorisieren. Jetzt nochmal zu den Modulen und zwar, wir werden das kleine Aleo auch anbieten. Ich kann ja mal die neuen Maße sagen. Wir haben bei den großen X83 jetzt ein ganz anderes Maß. Das liegt an der Zellgröße. Die Zellgröße verändert sich im Laufe der Zeit, weil einfach immer mehr Leistung aus den Zellen rauskommen muss. Und wir haben dort das Maß von 1,72 Meter in der Höhe. Das sind 2 Zentimeter mehr wie früher. Und 1,03 Meter breit. Ja, das kleinere Modul, das kleinere Aleo, wird 260 bis 270 Watt ungefähr haben. Und hat das Maß 1,40 in der Höhe, hat ja nur 48 Zellen statt 60. Und das Maß ist dann in der Breite auch 1,03 Meter. Das ist manchmal für Dachintegration bzw. für Dachaufbauten nicht ganz so leicht. Aber lässt sich alles nicht ändern. Die nächste Neuerung, die wir einführen werden, ist, ihr seht hier, neben mir liegt auch ein aufgeständertes, quergestelltes Modul. Wir werden ein Klappgestell einführen, was auch quer aufgeständert möglich ist. Da sind wir im Moment am Arbeiten dran, weil dieses Klappgestell muss einmal bei dem kleinen Aleo-Modul passen und es muss natürlich selbstverständlich auch bei dem quergestellten Modul passen. So, und jetzt alle warten wahrscheinlich schon sehnsüchtig jetzt auf die Plastikmodule oder die Kunststoffmodule. Ja, die seht ihr hier links von mir. Und zwar haben wir da zwei verschiedene Module. Einmal das längliche, das ist ein 48-Zeller. Das hat die Maße 2 Meter mal 70 Zentimeter und das werden wir auch noch im Live-Einsatz gleich sehen, wenn wir Lisa und Lukas vorstellen.
und hat 235 Watt. Mehr ist da leider nicht rauszuholen. Das Modul daneben ist eigentlich ein Standard-Poly-Modul, auch in Kunststofftechnik. Und das Modul hat eben die Standardmaße, 1 Meter breit, 1,65 Meter hoch. Der Vorteil, den wir bei diesen Modulen haben, sie lassen sich unfassbar leicht am Balkon montieren. Da können wir natürlich super arbeiten mit Kabelbindern, mit Metallkabelbindern selbstverständlich. Und das Schöne ist, wir haben uns ja für diese Modulsorte entschieden. Es ist die Firma Sunman, die diese Module herstellt. Sie kommen nun mal aus China, weil die deutsche Produktion das einfach nicht hinbekommt und auch nicht will, weil wahrscheinlich nicht solche Mengen davon abgesetzt werden. Und wir haben beide Modultypen in der Klimakammer von Aleo gehabt und wir haben auch eine sogenannte Elektrolumineszenzmessung gemacht. Und die Elektrolumineszenzmessung weist eben aus, ob die Module Mikrorisse haben. Sie sind nicht so gut wie die Aleo-Module, selbstverständlich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ausreichend, dass diese Module die nächsten 20, 25 Jahre ebenfalls überstehen werden. Die Klimakammer, da wird das Modul in Baleo künstlich vorgealtert und auch die Klimakammer hat positive Ergebnisse geliefert. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass wir die Qualität mit den Kunststoffmodulen nicht erreichen wie die von Aleo. Das ist nicht möglich. Jetzt mal ganz kurz nochmal zu den Kunststoffmodulen. So wie wir sie jetzt anbieten, wird das kleine Kunststoffmodul, das werden wir mit dem Wechselrichter, da ist der AE315 dran, das werden wir für 390 Euro brutto anbieten. Ich weiß, dass wir die Mehrwertsteuerveränderung haben auf 16%, das müsst ihr euch selber runterrechnen. Das wird also bei 390 Euro liegen, das Kunststoffmodul. Das etwas größere, das 60-Zellere Kunststoffmodul wird bei 490 Euro liegen. Ja, für beide Module sind wir auch dabei, noch ein Klappgestell zu entwickeln, was auch sehr, sehr leicht sein muss. Euch muss natürlich bei Klappgestell immer bewusst sein, das müsst ihr beschweren. Die Module sind so leicht, ein Windstoß und die sind weg. Wir sind hier im Moment froh, dass wir keinen Wind haben und dass die Module im Moment auf jeden Fall stabil im Display stehen. Ja, und bei den klassischen Modulen, bei dem neuen X83, werden wir bei 690 bleiben. Wie gesagt, die 3% Mehrwertsteuer, die wir für dieses Jahr haben, die wir weniger zahlen, runter. Ja, und das kleinere Modul mit 260 bis 270 Watt Peak wird bei etwa, nicht bei etwa, was Blödsinn, es wird definitiv bei 590 Euro liegen. Die Unterschiede, und das gehen wir gleich mal durch, wenn wir mit Lisa und Lukas reden, die Unterschiede zum Webshop werden sein, dass wir auch eine Internetseite, Lukas kümmert sich das, werden wir auch gleich mal sagen, Lukas kümmert sich drum. Wir werden jetzt auch eine neue Webseite, ja, endlich eine neue Webseite, die ist ja katastrophal, das weiß ich auch, stammt quasi aus den 90ern und wir werden eine neue Webseite kriegen. Auf unserer Webseite wird es das Angebot für zwei Module geben, das nennen wir Vier-Jahreszeiten-Angebot. Da würden zwei Module 1.320 kosten, das ist im offiziellen Webshop, wo man das auch über die Webseite erwerben kann. Wird das nicht möglich sein. Auf unserer Seite muss man halt mit Bestellformularen arbeiten oder man kann anrufen, ja, oder eine E-Mail schreiben, das würde auch noch gehen. Das alles geht bei Lisa und Lukas nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt einen Durchblick gewonnen. Ich habe nichts vergessen. Das sind die Neuerungen, die auf uns zukommen und die wir versuchen, noch dieses Jahr ins Feld reinzukriegen, also an die Kunden ranzukriegen. Liegt an euch, ob ihr sie haben wollt oder nicht. Auf jeden Fall eine interessante Sache, ja. So, und jetzt wollen wir mal Lisa und Lukas sehen, weil die meisten kennen Lisa und Lukas nicht. Kommt ihr mal her? Setzt euch mal hier hin. Ja, die Dame, ihr könnt sich noch nicht einigen, ne, wer jetzt zuerst kommt. So oft sind sie noch nicht vor der Kamera gewesen. Ne? Das ist was Neues. So. Ja, schön, dass wir das mal geschafft haben. Wie lange planen wir das Video schon, Lisa? Ich glaube so 3-4 Monate. 3-4 Monate, ne? Ja. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter. Gestern hat es noch geregnet wie Sau. Ja. Heute ist es richtig geil. Und ich glaube, wir kriegen das Video auch trocken hin, ne? Lisa, ich will dich mal kurz vorstellen. Erzähl mal selber, was machst du bei uns, wie bist du zu uns gekommen und vor allen Dingen, wie stehst du zu uns? Also, das ist ja Familie, du bist ja mein Onkel, ich bin deine Nichte. Ja. Und vor 3 Jahren ungefähr, als ich mein Abitur beendet habe, wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Wollte eigentlich gerne eine Ausbildung machen, aber hat nicht geklappt. Und dann habe ich mit dir und mit Conny darüber gesprochen, ob ich nicht bei euch ein duales Studium machen kann. Weil BWL und erneuerbare Energien ist eigentlich das, was ich beides machen wollte. Da hast du schon, wie du klein warst, man soll es ja immer nicht sagen, dass du mal klein warst, aber du warst ja mal klein. Und du hast dich immer schon für erneuerbare Energien interessiert, wie du klein warst schon, ne? Ja. Und da hast du auch ein Draht zu, ne? Ja, genau. Und zusätzlich zu Betriebswirtschaft wollte ich das halt gerne machen. Und es gab einen Studiengang in Berlin, wo man hätte
BWL und erneuerbare Energien machen können. Das war aber viel zu teuer und völlig utopisch, das zu machen. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich an der Hochschule in Bremen das duale Studium machen kann und habe das dann halt hier gemacht. Also bei euch die Industriekauffrau-Ausbildung und in Bremen das duale Studium. Da muss ich jetzt auch noch ein Semester machen, dann bin ich fertig. Du bist auch jetzt schon Industriekauffrau, ne? Ich bin schon Industriekauffrau. Das hast du schon erledigt, ja, ne? Seit März. Studium dauert nicht mehr lange. Ich glaube, März ist durch, ne? Und dann hast du quasi, wir sagen mal nicht, wie alt du bist, aber du bist sehr jung noch und hast quasi dein Studium und deine Lehre erledigt. Besser kann man es doch gar nicht haben, oder? Nee, alles super. Und dann war es ja in deinem Studium auch so, dass du Praxisphasen brauchtest, ne? Genau. Und dann habe ich dir ein paar Praxisphasen besorgt in anderen Firmen. Unter anderem warst du bei Aleo. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie wir dich da abgesetzt haben, da warst du etwas geschockt. Ja, das war ja Prenzlauer halt, ne? Da ist ja eigentlich gar nichts. Da ist definitiv nichts. Ja, wie heißen deine beiden Hunde? Ja, die sind ja gerade nicht zu übersehen. Die kleine Schwarze hier, das ist Lana und das ist Lotta. Ja, schön. Lotta ist jetzt seit einem Jahr ungefähr bei uns. Eigentlich sollten die in ihrem Käfig sitzen, die sind jetzt aber gerade einfach rübergehüpft. Hat nicht geklappt. Nee. Ja, gut, aber das ist live, Leute. Kann man nicht ändern. Und das ändern wir auch nicht, das schneiden wir auch nicht raus. Nö. So, und dann kam die Praxisphase letztes Jahr. Genau. Da habe ich den vorletztes Jahr schon. Ja, worum es jetzt geht, um die Webshop-Entwicklung, Gott, schweres Wort. Da habe ich dir eine Aufgabe gestellt. Ne? Da habe ich zu dir gesagt, Mensch, in der Praxisphase wäre es ganz gut, wenn du jetzt mal ein bisschen IT-Technologie und Webdesign mit reinnehmen würdest. So, und das hat dir dann so einen Spaß gemacht. Erzähl mal, wozu hast du dich dann entschlossen? Ja, also dann bin ich an einem Tag nach Hause gekommen und Lukas hatte die Idee, sich mit den Balkonkraftwerken selbstständig zu machen. Da habe ich gesagt, das ist ja völlig utopisch. Das wollen Conny und Holger bestimmt nicht. Und dann haben wir gefragt und ich glaube, da warst du gar nicht so abgeneigt. Nein, ich fand das total toll, weil ihr seid eine Entlastung. Ja, und ich fand dann toll, dass du den Webshop, am Anfang hast du den ja komplett alleine entwickelt. Ja. Das hat auch alles funktioniert. Ja. Aber dann musstet ihr dann doch mal einen Profi noch mit dazu nehmen. Ne? Ja, und neben dir sitzt Lukas, gib mal das Mikrofon weiter. Kannst du es noch halten? Ach, ich krieg das schon alles gut. Ja, Lukas, wir kennen uns doch eigentlich gar nicht so lange. Du bist der Freund von Lisa. Genau. Was bist du vom Beruf? Oh, ich habe mal gelernt, Versicherungskaufmann. Das ist das erste Leben, wenn du so willst, was ich gemacht habe. Bin danach ein bisschen durch die Gegend getingelt. Vom Personal Trainer über Coach habe ich eigentlich alles gemacht. Ich muss dazu mal eben ganz kurz eins sagen. Das ist nämlich das Interessante. Von euch beiden weiß ich, dass ihr eigentlich nie für jemanden arbeiten wollt. Ne? Das habt ihr für euch schon entschlossen. Bei dir weiß ich schon länger, bei dir habe ich es dann gemerkt, Lukas. Ja, es ist schwierig. Ihr seid so die richtigen Selbstständigen. Ne? Ihr wollt alleine durchs Leben, ne? Du lässt dir sowieso nichts sagen, Lisa, das ist bei dir ganz, ganz schwierig. Von mir auch nicht. Nee, meine Frau lässt sich von mir auch nichts sagen, das gewöhn dich einfach schnell dran. Habe ich schon. Da tut es nicht so weh hinterher. Habe ich schon. Du bist Versicherungskaufmann, hast alles Mögliche gemacht und hast dich jetzt voll reingekniet, ne? Ja. Ihr baut die Module ja auch selbst zusammen, ne? Selbst Lisa ist am Schrauben, ne? Ja, 100%. Und ich finde das ganz toll, ihr habt doch bei uns eine Halle untergemietet, 300 Quadratmeter. Ne? Einige Kunden, die schon Module abgeholt haben, werden wissen, wo es ist. Ja, genau. Ne? Heißt auch Balkonkraftwerk, selbstverständlich. Ja, und eure Seite heißt balkonkraftwerk-vertrieb.de und unsere heißt balkonkraftwerk.de. So, bei Lukas und Lisa findet ihr den Webshop dahinter. Ja, und Lukas, und du hast dann mit Lisa zusammen angefangen, den Webshop profimäßig aufzubauen, ne? Genau. Wir haben jetzt unsere eine Seite von einem halben Jahr gemacht und sind da sehr zufrieden mit, auch mit der ganzen Optik. Und vor 3 Wochen oder 4 Wochen hatten wir beide darüber gesprochen, dass wir euren Webshop jetzt ja auch gerne machen möchten. Genau. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit einer Bekannten von mir unterhalten, die auch Grafikdesignerin ist, die auch Webshops macht. Und seitdem sind wir dabei und jetzt hoffe ich, dass wir Ende der nächsten Woche damit live gehen können. War natürlich eine Ernüchterung, wie wir die Preise gesehen haben, nicht? Besonders eurer, da wurde zugelangt. Übrigens, Leute, das konnten wir natürlich alles nur machen, weil die Dinger auch verkauft werden. Ne? Das stimmt. Wenn die Dinger nicht verkauft werden, dann kann man sowas nicht erledigen. Ne? Ja, und jetzt hast du mir ja eine ganz tolle Geschichte erzählt. Kunststoffmodul fandst du ja von Anfang an toll. Wir haben sie auch schon eine ganze Zeit, über ein Jahr haben wir sie schon, aber nicht verkauft, weil wir erst die ganzen Ergebnisse abwarten wollen. Du warst einer der allerersten, der sich 2 Stück an den Balkon genagelt hat. Und die Geschichte, die erzählst du mir bitte mal, weil die fand ich total toll. Ja, im Endeffekt ist das relativ, relativ schnell erzählt. Wir haben bei uns zu Hause einen kleinen Balkon, auch mit Südausrichtung und einer Glasfassade und hatten einfach Schwierigkeiten, die großen ranzukriegen. Ja. Und dann kamst du auf uns zu und sagst, ja, ich habe da eine geile Idee, wir haben da was gesehen, möchten das gerne testen, habt ihr denn Bock da drauf? Klar.
Und dann haben wir vor, jetzt ist glaube ich jetzt drei, vier Monate her, ja, ist das Ganze, haben wir das dann bei uns versucht, haben das probiert, haben die wirklich mit Kabelbindern, wie du schon erzählt hast, ja, am Balkon festgemacht. Und ich bin jeden Tag fasziniert, ehrlich gesagt. Renn wie so ein 5-Jähriger täglich auf meinen Balkon, gucke auf meinen Powermeter und freue mich des Lebens. Das, auch wenn ob da 100 Watt sind, ich finde das einfach geil. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist Gefühl. Dieses Gefühl, hast du mir erzählt, das, ja, hattest du vorher noch nicht. Nein. Nein. Und das kann ich nur jedem bestätigen, wer damit anfängt, dann ist es eine Sucht, Balkonkraftwerke. Da guckt man aufs Powermeter, ja. Ja, und freut sich quasi über jede 100 Watt, die da kommen. Ne? 100%, genauso. Ja, das ist also auch eine Sache, die kann ich immer nur wieder bestätigen, gerade wenn man so anfängt wie du damit, dass das eine total geile Nummer ist. Ja. Und ja, Leute, und dann tut man halt was für die Energiewende. Ne? Und ja, erstmal danke, dass ihr hier wart, dass ihr mir auch geholfen habt, dieses Video zu machen. Das ist ja ein bisschen aufwendiger, wie ihr seht heute. Ja. Ja, also wir kommen schon zum Schluss. Schreibt mir mal in eure Kommentare rein, was ihr so denkt, was ihr von Lisa und Lukas vor allen Dingen haltet und von den Hunden. Und ja, da kommen wir schon zum Schluss. Und ihr kennt ja den Spruch am Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und ihr wisst ja, ein Abo bei YouTube ist nicht umsonst, aber es ist kostenlos. Macht's gut, haut rein und tschüss. Und ihr sagt auch tschüss. Ciao.